Ich heiße, mein Name ist vermutlicherweise, ziemlich wahrscheinlich Rüdiger. Wir haben halt die ganze Zeit gesoffen. Also das ist mit Vielfalt überhaupt nicht zu beschreiben. Das ist richtig geile Scheiß, Freunde. Richtig geile Scheiß. Naja, wann haben wir das erste Mal Kupon König kennengelernt? Ich glaube, zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit der Musik von Kupon König sind wir, als unser Freund Uli und seine Kassette gab. Uli musste diese wohl vor Jahren irgendwie in die Hände bekommen haben. Ich weiß bis heute nicht so recht, woher. Es war zwar kein Original, ich hab die Kassette mitgebracht. Es war zwar kein Original, aber so konnten wir zum ersten Mal die Musik hören. Der Albumtitel, soweit wir das hier in dieser Kopie glauben dürfen, lautete Kurtbaum König Raute Dreieck. Das muss wohl ihr erstes Album gewesen sein. Sonntag geht's ins Ashram, da kommst du nicht an Hasch ran. Meditation um 2:30, vollkommen drogenfrei. Entschlackung und Detox mit Tee und Dreadlocks. Oh Mann, ich will hier raus, was ist das für ein Haus? Jetzt soll ich mich besinnen, nur Verrückte sind hier drin. Hau den Sample jetzt hier rein. Es gibt veganen Wein? Ich hatte schon viel von der Band gehört, nur kannten wir alle der Musik kaum bis gar nicht, weil es schlichtweg keine Tonträger gab. Kurtbaum König legte damals extremsten Wert auf Exklusivität und wie wir heute wissen, auf limitierte Auflagen. Die Kassette war angeblich rot mit gelber Hülle. Das konnten wir in der Recherche herausfinden. Auf dem Cover war ein Einhorn, das muss wohl so 2013 gewesen sein. Und das war natürlich der Zeit total voraus. Am Ende hat das Einhorn als Zeichen einer vollkommen neuen Popkultur, ja man kann sagen, am Ende auch populär gemacht. Das Dreieck, lange bevor Alt-J das verwendete. Sie können sich ja bestimmt vorstellen, was es für eine breite Öffentlichkeit durch diese Kassette erreicht wurde. Nur ganz wenige hatten ein originales Exemplar. Und die meisten, wie unser Freund Uli, halt eben nur eine Graukopie. Ich zeige dir, wie die alten Türken tanzen und das Geheimnis meiner Marihuana pflanzen. Ich zeige dir, wie die alten Türken tanzen und liebe dich im Großen und im Ganzen. Wir legten die Kassette ein, die wurde ganz flau im Magen. Es fing an zu rauschen und dann erklangen die ersten Töne von Russenliebe. Es war unglaublich. Wir hatten die Kassette einmal ohne Pause durch. Nach der Hälfte musste man die Kassette drehen, das war damals so. Wir wussten, wir hatten da was ganz Besonderes entdeckt. Wir wussten, wir mussten diese Musik irgendwie zurück aus der Vergangenheit holen und irgendwie veröffentlichen. Das war für uns absolut klar. Die Recherche war nicht ganz einfach. Also am Ende sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir einfach mit unseren Fähigkeiten nicht mehr weiter wussten. Und dann haben wir uns in die Tiefen des Internets begeben und haben in einem Forum einen Aufruf gestartet. Ob jemand mehr wüsste, ob jemand uns was erzählen kann über diese Band, über die Entstehungsgeschichte, über die Produktion des Albums. Wer war involviert? Wann ist was passiert? Wer waren eigentlich Kurtbaum König? Nun ist eine ganze Zeit ist ins Land gestrichen, bevor wir irgendwelche Rückmeldungen kamen. Ich bin
frei wie ein. Und tatsächlich nach 1-2 Wochen hat uns jemand ankontaktiert, Juri, und hat gesagt, dass er früher mit den abgehangen hat und hatte sogar noch eine originale Kassette dabei. Da hielten wir dann zum ersten Mal die Originalkassette im Originalcover in den Händen. Es war unbeschreiblich. Du hast Tetris gespielt, oder? Beim Gameboy. Hast du gewonnen? Ich hab 5 Reihen gemacht. Okay. Aber dann wurde ich leider abgeknallt. Achso, okay. Ich hab mit den Dudes damals in der Schule gehockt. Und wir haben dann halt in der Freizeit so Musikfilmchen gebaut und ja, auch noch so, nicht nur Musikfilmchen, wir haben halt alle möglichen Filme gedreht. Filme. Und die haben halt zusammen, wenn wir gerade nicht Filme gedreht haben, dann haben die halt Musik gemacht. Nonstop. Aber wirklich nonstop. Und wir hatten auch so eine Produktionsfirma. Und dunkelblau. Und es war halt alles gelb. Das fanden die mega. Ja, ich auch, aber und auf den. Und die hatten halt so eine eingeschworene Fanbase, die sie so. Die Fanbase hat die so zugebombt und so malträtiert, dass sie irgendwann gesagt haben: Okay, wir produzieren jetzt ein Album. Das ist der Bongo Mongo an der Mongo Bongo mit dem Schokobonzo. Und als sie dann fertig waren, haben sie das auf Kassette rausgebracht und haben es auch nur 20 Stück produziert. Die Leute hätten sie fast umgebracht. Naja, aber ich glaube, das wollten die auch. Die waren halt so drauf. Ich weiß auch nicht, was die heute machen. Die sind sich bestimmt treu geblieben. Die machen wahrscheinlich immer noch Musik. Also, wie sich herausstellte, hatte Juri keinen Kontakt mehr zum Kupferkönig. Und um Himmels Willen konnten sie auch nicht ausfindig machen. Aber wir hatten fest vor, die Kassette zu remastern und zu veröffentlichen. Es war der logische Schritt. Wir konnten nicht anders zu diesem Zeitpunkt. Wir fanden tatsächlich dann auch ein Studio, was sich auf Kassettendigitalisierung spezialisiert hatte und fingen an, die Kassette im damaligen Zeitgeist aufzunehmen. Mit modernster Technik gelang es uns, die Kassette zu digitalisieren und dann auf Spotify und anderen gut sortierten Streaming-Plattformen zu veröffentlichen. Gar nicht mehr denke. Das geht durch die Decke. Ich bin fast vom Hocker gefallen. Das ist bombastisch. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreibe. Bombastisch ist, glaube ich, das beste Wort, was mir jetzt gerade dazu einfällt. Spitzemäßig, ja, das geht durch die Decke. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Ja. Das ist, wie wenn der Russe sagt, ich liebe
Soße sagt, ich liebe dich. Naja, am Ende sind wir einfach, also wir sind super stolz, dieses Stück Musikgeschichte. Und wahrscheinlich lässt es sich auch gar nicht allein auf die Musikgeschichte zurückstutzen, sondern dieses Stück Geschichte für die Ewigkeit konserviert zu haben. Ja, das, ja, ich bin stolz. Ich bin stolz darauf. Groß gemacht, fahrt.